Servus Leute, was geht? Kelvin von Checknotizen am Start und es beginnt mit einem Kracher. Wir starten wie letztes Jahr mit unserer Road to Glory. Wir schauen einfach mal, wie es sich entwickelt, wie viel und was dazu alles auf YouTube erscheinen wird, was wir da vielleicht auf Twitch machen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr gerne die Aufteilung hättet. Ich versuche alles zu geben. Ich nehme euch hier von Schritt 1 mit und dann schauen wir, wie es läuft. Wir fangen natürlich an mit dem Land zum Auswählen. Das ist eigentlich relativ irrelevant. Wir nehmen jetzt einfach mal Deutschland als Starterpack. Schauen wir mal rein, was wir kriegen. Was ist das? Ja, Florian Neuhaus. Super. So, das sieht doch schon mal gar nicht so. Es sieht schon echt scheiße aus. Verpflichte einen hochwertigen Leihprofi. Ja, gut, dann muss auf jeden Fall der KSC-Spieler weichen. Weil den wollen wir nicht. Und unser hochwertiger Leihprofi. Ja. Ist Pop. Passt doch auch perfekt rein. So, Trikot. Boah, ich möchte mit weißem Trikot spielen, aber kann ich gar nicht, wohl nicht mit Leipzig-Trikot spielen. Dann spielen wir halt mit Rot. Gegen Weiß. Okay, hier, Perf Glory. Das sieht aber zumindest schon mal ein bisschen nach was aus. So, was haben wir denn im Shop? Ein FC Founders Pack. Ja, ich weiß, wie ein Pack funktioniert. Dankeschön. Ach, das ist auch noch so. Ich dachte, da wäre zumindest... Hey, gefühlt 1000 Jahren darf man wieder rein. Server waren down. Cool. Als allererstes schauen wir natürlich mal unser Vorschau-Pack an, ob das irgendwas taugt. Reinildo, leider nicht. Sonst auch nichts drin. Ich würde sagen, ich baller mal ein paar SBCs. So ein bisschen, was ich machen kann. Und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben unser erstes 2-Profis-Pack. Ja, irgend so ein Pack halt. Vielleicht ist da ja mal was drin. Komm schon. Irgendwas, was wir spielen können. Okay. Brahim Diaz, oder nicht? Ist doch gar nicht mal so schlecht für den Anfang, so ein Brahim Diaz. Einachtstempo und Idzia Pinillas. So, zweites Pack, was wir uns ercraftet haben durch diese Grundlagen-SBCs. 2 seltene Goldprofis-Pack. Komm schon. Irgendwas, was wir spielen können. Ach, wie sollen wir das denn linken? Dann noch Otamendi und Kamara. Ja. So, das ist unser Starterteam. Das sind alles Karten, die wir gezogen haben. Jamie Leveling, wir hatten genau 600 Münzen. Ich möchte da auf ein paar Stuttgart-Spieler vielleicht gehen hier am Anfang und da auch mal gucken, ob wir in die Evolutions, wenn wir ein paar Münzen kriegen, da ein, zwei Spieler kaufen können, die wir da mit dem VfB machen können. Wir gehen direkt in Rivals rein. Weiß ich nicht, wie gut die Idee ist. Taktiken habe ich gerade mal eingestellt. Wir haben jetzt nicht wirklich was zum Einwechseln. Wir haben eigentlich gar nichts zum Einwechseln. Muss mal gucken, ob wir noch irgendjemand vielleicht offensiv haben, den wir vielleicht zumindest einwechseln können, wenn da einer nicht mehr kann. Leihspieler will ich nicht benutzen, aus dem Grund, dass wir die vielleicht noch brauchen könnten für eine Aufgabe. Obwohl... Wenn wir da ein Spiel übrig drauf lassen, müsste das ja eigentlich auch reichen. Dann nehmen wir die mit und dann haben wir auch einen Sub. Bronze brauchen wir nicht. Und dann gehen wir ins erste Spiel. So, jetzt dürfen wir einen Gegner suchen. Haben auch unseren ersten Gegner. Ach, komm schon, Mann. Ich habe doch diese anderen Trikots da eingestellt. Erster Gegner ist gefunden. Ich mal gespannt. Kann mir nicht vorstellen, dass wir in irgendeiner Form einen Teamvorteil haben. Jo. Ja, das... Cool. Also, EA ist gerade auf jeden Fall richtig stark am Start. Einfach direkt rausgeflogen. Cool. Geil. Ah, wir haben unser letztes Spiel abgebrochen. Das ist natürlich cool, weil unsere Leihspielerin Pop hat jetzt natürlich ein Spiel weniger. Das ist natürlich ultra geil. Das fühle ich. Wir probieren es jetzt einfach nochmal.
Und wenn es dann nicht klappt, dann muss ich halt an einem anderen Tag versuchen zu zocken. So, auf ein neues gegen Brescia Schifo. Alter, mit Rölfö, auch mit einem Bronzehüter. Und so wie es aussieht, dürfen wir ins Spiel rein. Dann gucken wir doch mal. Direkt natürlich erstmal Anschlusspack probieren. Oh! Und da ist das erste Tor. Alexandra Popp. Leveling. Spiel quer auf Popp. 2-0. Doppelpack. Popp. Erste Vorlage. Leveling. Oder war das erste Tor auch seine Vorlage? Leveling. Und da ist die erste Bude. Von Jamie Leveling. Und das könnte der erste Rage Quit werden. Und es ist der erste Rage Quit. 270 Münzen. Erstes Spiel gewonnen. Sehr nice. Wir gucken mal bei Zielen, ob wir da jetzt irgendwas haben mäßiges, dass wir vielleicht irgendwas bekommen mal. Super. Wir haben ein pinkes Trikot bekommen. Und so gehen wir ins zweite Spiel. Zweite Verbesserung. Waldemar Anton. Kleiner Fettfingerer von mir. Ich dachte, es gibt noch diese Innenverteidiger-Upgrade-Dinger, Evolution, aber die ist ja abgelaufen. Das heißt, wir müssen uns, bevor wir die nächsten Münzen ausgeben, dieses Dreckspiel, müssen wir uns genauer anschauen, welche VfB-Spiele da überhaupt nutzbar sind. So, zweites Spiel. Haftschaden. Perfekt. Aber schon mit einem sehr stabilen Team. Das könnte jetzt natürlich schwierig werden. Aber wir geben natürlich alles. Komm schon. Oh, schießt daneben. Leveling, Digga. Perfekt. Gegner quittet. Bei 0-0. Unsere arme Leihspielerin Pop. Naja, immerhin 160 Münzen für uns. 300 Münzen werden wir uns aber nichts holen können. Daher gehen wir direkt ins nächste Game. Sheffield FC. Da kommt jemand mit einem Full Premier League Squad. Bayer, komm. Ja, Pinillos. Hopp. Hopp. Ich dachte, es wäre abseits, weil ich so komisch stehen geblieben. Der Gegner jetzt einen Disconnect bekommen oder ist er einfach gequittet? Bitte schieben wir uns nicht ins Hauptmenü. Wir brauchen die Münzen, EA. EA. Ja, 140 Münzen. Nie gedacht, dass ich mich darüber so sehr freuen würde. Gehen wir doch direkt rein ins nächste. Leeds Villa. Okay, auch schon mit einem relativ strammen Gold-Team. Gehen wir wieder mit unserer 442 und los geht's. Neudecker! Neudecker! Unser ZM des Vertrauens, Digga. Boah. Guter Ball und guter Schuss. Direkt der Doppelschlag mit Jamie Leveling. Ach, Digga, ich schwör, Digga. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe kurz drei Squad Battles Partien gemacht, um ein paar XP zu farmen, dass wir mal ein paar Päckchen haben, dass wir ein geiles Team haben und mit dem dann in Rivals reingrinden können. Wir fangen direkt an hier mit dem Player Pick. Vielleicht ist ja da schon was dabei. Okay. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Wir gehen ja so ein bisschen auf Bundesliga. Nehmen wir Özcan. Die hat natürlich Pace, aber die. Oha, wie viele Playstyles hat sie?
stabile Playstyles auch. Ich glaube, ich nehme Özcan mit. Weil wir am Anfang eben auf Bundesliga gehen, nehmen wir den mal ein bisschen mit. Wir haben ein Premium Gold Pack, da gehen wir direkt mal rein. Ich dachte schon, Duplicate Brian Diaz. Ist ein Non-Rare. Ah, Isco. Isco Disco. Oh, ein Hunter, okay. Verträge auch wichtig tatsächlich. So, nehmen wir erstmal alles mit. Dann haben wir ein Elektrum Profis Klein Spielerset. Ist, glaube ich, Silber, oder? Ah, Silber. So, 78 plus mal 2. Wie wär's mal mit dem ersten Walkout auf dem Account hier? Ja, das ist doch schon wieder was, was wir nicht linken können. Mitrovic und Reis. Aber auch mal ein bisschen was für die Breite. 80 plus mal 2. Oh, das ist Brozovic. Das dürfte doch zumindest mal ein 83er sein, oder? Ja, der erste 83er. Und Palacios, Bundesliga, nehmen wir mit. Und jetzt das größte Pack bisher. 80 plus mal 10. Komm schon, da muss doch irgendwas dabei sein. Oh, was ist das denn? Rodriguez. Joa. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet in dem Pack. Was haben wir noch? Schick, Mancini, Yuna, Lopez, Almiron, Chukwueze. Ja, auf jeden Fall mal ein paar Spiele, die man auch mal so ein bisschen einwechseln kann. Der erste Kauf, den wir tätigen werden, ist auf jeden Fall Timo Werner, der Ex-Stuttgarter. So. Der Mann wird bei uns nämlich in die Evolution reingeklatscht. So, hier, Timo Werner. Evolution starten, zack. Evolution hat begonnen. Gewinne 2 Spiele, das hört sich doch machbar an. Ich würde sagen, dann gucken wir auch direkt mal auf unser Team, was wir da jetzt alles so ändern können. So, Jakub Kaminski wird unser neuer Spieler für die linke Außenbahn. Den hier nehmen wir mit. Und auch wenn wir einen Torwart haben, nehmen wir auf Ehre Alex Nübel mit vom VfB. So, dann kriegen wir nämlich so langsam auch mal ein bisschen Chemie. Hier haben wir Nübel. Zack. Dann kommt unser Bronzespieler auch mal raus. Für Kaminski. Und dann brauchen wir nur noch Außenverteidiger unten rechts außen, dass wir einen Full-Bundesliga-Squad haben. Ah, und der Innenverteidiger noch, aber der ist ja zumindest Deutscher. Ich würde sagen, mit dem Team können wir auf jeden Fall in die nächste Partie reingehen. So. Da haben wir tatsächlich jemand mit einem schwächeren Team als wir. So, Pinelios. Raus auf Chukwueze. Da ist der Timo. Leveling, es muss 1-0 sein. Zack, Tor. Und Leveling. Oh. Werner mit dem Shotfake ins Glück. Leveling. Butz. Grünes Time Finish mit Kaminski zum vierten. Und ich glaube, da hat der Gegner genug gesehen. Ja, nehmen wir mit. Einen Sieg noch. Dann sind wir Division 9. Die 4 Siege peilen wir auf jeden Fall noch an, dass morgen früh die Rewards gibt. Und die wollen wir natürlich mitnehmen. Ich würde sagen, Werner, da der auf jeden Fall lange bei uns bleiben wird, kriegt auch den teuren Hunter. Da haben wir auch schon den nächsten Gegner, Southwark Via. Oh, stabiles Team. Botmann da Offcam reingestellt, aber Wahi mit Bruno Fernandes, Rabiot, Bruno Guimar durch Mega ZM. Vorne viel Pace. Chukwueze mit dem R1 Dribbling. Legt ab und da ist die erste Parade. So. Das muss ein Elfmeter geben. Da sind wir nämlich schön dran vorbeigelaufen. Und rot, sehr schön.
Timo Werner am Punkt. Und an den Innenpfosten. Aber ins Glück. Wird es natürlich noch schwieriger werden für den Gegner. Stellt auch nicht um, das wird uns jetzt öfter mal solche Räume hier geben. Und auch hier sind wir dran vorbei. Werner ab ins Tor. Hat er keine Lust mehr, geht er raus. Hat er auszusehen schon X gedrückt? Ja. Nehmen wir mit. Ab in Division 9. Und das war's mit der ersten Episode. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Episoden. Ich habe auf jeden Fall Bock. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst einen Kommentar da, was wir genau machen sollen. Auf welche Spieler wir gehen sollen. Ich bin raus. Ciao.